Jo, passt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Stammtischgondel da in der Hohen Mutbahn, da in Obergogl Hochkogel. Bei mir ein sehr sympathischer Skirennläufer des Deutschen Skiverbandes. Der ist momentan ein bisschen gehandicapt. Fritz Topfer, grüß dich. Servus. Grüß dich, Manuel. Fritz, ich habe da ein bisschen eine Marende hergerichtet. Marende machen wir noch anders. In der Stammtischgondel geht es eigentlich um alles, außer um Skifahren. Nur darf es mich trotzdem interessieren. Wie geht es den Haxen? Ja, danke. Bist du auf nächstes Jahr wieder bereit oder gehst du zurück zum Zoll? Nein. Machst du einen Früchtetee oder einen Schwarztee? Genau, gerne einen Früchtetee bitte. Jawohl. Ja, genau. Mir geht es eigentlich aktuell ganz okay, den Umständen entsprechend gut. Die Heilung verläuft soweit. Der Knochen wächst zusammen, könnte natürlich nach meinem Geschmack, danke, noch ein bisschen schneller zusammenwachsen, aber grundsätzlich bin ich auf dem richtigen Weg und denke schon, dass ich in absehbarer Zeit wieder auf Schnee zurückkehren kann und natürlich ist nächstes Jahr wieder ein großes Ziel, dass ich da wieder fit am Start stehe. Also sollten nächstes Jahr... Ist ein Ziel und auf das arbeite ich hin, auf jeden Fall. Wie E und D in alter Form, oder? Genau, richtig. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Hoppala. Danke, passt gut. Nimm noch einen Zucker, Dankeschön. Wenn du willst. Ja, gerne. So wie in vielen Stammtischen, so wie auch hier in Tirol bei uns, hält sich das hartnäckige Gerücht, dass du eigentlich gar kein Deutscher, sondern eigentlich ein Tiroler bist. Ja. Was ist da dran und warum bist du seit 2007 für Deutschland unterwegs? Geht es dir noch besser? Oder? Also grundsätzlich bin ich ein Doppelstaatsbürger. Also bin ja in Innsbruck geboren. Seit Geburt an habe ich beide Pässe, einen österreichischen und einen deutschen Pass. Und bin eigentlich die ersten Jahre, die ersten Gehversuche habe ich im österreichischen Skiverband eben hinter mich gebracht. Mir hat es im ÖSV sehr, sehr gut gefallen, aber im Jahre 2007 kam eben die Chance für mich, dass ich zum deutschen Skiverband wechsle. Das war im Nachhinein gesehen komplett die richtige Entscheidung. Aber ich bin ja doch irgendwie noch sehr Österreich oder auch Tirol oder auch Obergurgl, Hochgurgl sehr verbunden, wenn man bloß auf meine Stirn schaut. Von dem her schlagen schon auch beide Herzen in meiner Brust. Sehr gut, sehr gut. Hey, aber jetzt, es funktioniert ja offensichtlich. Wer ist denn der Gewichtheber da für euch? Matthias also Steiner. Auch ein Oberösterreicher. Genau, richtig. Also. Ja, du, der hat da einiges erreicht in seiner okay. Karriere. Aber genug mit dem Skifahren. Ja. Wenn du unsere Gesellschaft so ein bisschen anschaust, bist du der Meinung, dass da alles richtig zugeht oder glaubst du, könnte man da was ändern? Ganz allgemein gesehen glaube ich schon, dass es uns jetzt in Tirol oder in Bayern glaube ich schon noch sehr, sehr gut geht. Es gibt natürlich Fragen und große Themen, die derzeit schon sehr drängend sind und wo sich auch viele intelligente Personen den Kopf zerbrechen. Ich mache mir auch meine Gedanken, aber ich glaube schon, dass man im Großen und Ganzen eben in unseren Breitengraden oder wo wir wohnen, uns schon noch wirklich sicher fühlen können und auch unseren Lebensstil so fortführen können, den wir jetzt die letzten Jahre auch schon eingeschlagen haben. Glaubst du, dass wir durch unsere Medien richtig informiert werden und wo holst du dir deine Infos her? Glaube ich schon. Also ich hole mir natürlich auch vorwiegend übers Internet oder auch übers Fernsehen, über die öffentlich-rechtlichen Rundfunkformate meine Informationen und da glaube ich schon im Großen und Ganzen, dass wir jetzt da nicht irgendwie spezifisch falsch informiert werden, sondern dass wir schon auch probiert werden, aufgeklärt zu werden, von verschiedenen Seiten gewisse Themen auch beleuchtet werden. Also von dem her glaube ich schon, dass wir richtig und gut... Sonst hört man uns nicht mehr. Ja. Also ich glaube schon, dass wir richtig informiert werden und die Kritik, die teilweise von Übersee kommt, vom neuen Präsidenten, dass die schon sehr ungerechtfertigt ist. Ja, wobei, das kann sich jeder seine eigene Meinung genau, bilden. Genau, richtig. Am 24. Dezember wird in Deutschland gewählt. Gibt es entweder einen neuen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, einen Chef oder eine Chefin. Als Zollbeamter ist mir jetzt schon klar, schwierig zu beantworten. Richtig. Aber glaubst du, dass wir bei einer Wahl auch tatsächlich die Wahl haben? Ja, also ich glaube, wir leben nach wie vor in einer Demokratie, wo jeder Staatsbürger auch seine Pflichten nachkommen soll in Bezug auch auf Wahlen. Von dem her liegt es natürlich an uns selber, auch abzustimmen und zu wählen. Und das wird natürlich eine richtungsweisende Wahl, glaube ich.
im Winter 2017. Aber ich glaube schon, dass wenn jeder von seinem Stimmrecht Gebrauch macht, dass wir schon auch eben aussagekräftige Wahlen bekommen werden. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass viele Leute eben zur Wahl gehen, weil wenn Wahlbeteiligungen unter 60% teilweise sind, dann weiß man schon, dass die Zustimmung generell für Politiker in der heutigen Gesellschaft relativ gering ist. Ja, in Amerika zum Beispiel waren die Nichtwähler. Genau. Dafür zuständig für das, was sie jetzt haben. Richtig, ja. Und das passt auch wieder nicht. Jetzt genau so ist es. Ja. Das ist schon das Löder in einer Demokratie, dass halt meistens halt die Mehrheit das Recht hat. Genau, richtig, ja. Und dass viele, die gegen etwas sind, meistens öfters zur Wahl gehen, als wie die, was für etwas sind, die sich dann denken, ja, das wird schon so weitergehen. Und das gleiche Kritische sehe ich eigentlich auch bei den verschiedenen Olympia-Bewerbungen, wo auch Volksabstimmungen in letzter Zeit eben gemacht worden sind, wo oft eben diejenigen, die gegen beispielsweise Olympia-Bewerbungen sind, besser ihre Anhänger mobilisiert haben, als wie diejenigen, die für Olympia waren. Scheitern und Verletzungen gehören zum Leben dazu. So ist das halt einmal. Man kehrt aber meistens auch stärker zurück. Ist dir außer deinem Unfall, den du jetzt gerade mittragst, was anderes passiert? Und wie kommst du aus diesem Tief oder aus diesen Tiefs? Das sind wahrscheinlich mehrere gewesen in deinem Leben bis jetzt. Wie kommst du da wieder raus? Ich bin eigentlich jemand, der mir das relativ hart erarbeiten hat müssen, alle Erfolge oder alle Dinge, die ich bisher in meinem Leben erreicht habe. Und das gibt mir auch immer wieder das Vertrauen, dass wenn ich mich hundertprozentig auf mich konzentriere, wenn ich die Geduld aufbringe, mir die Zeit gebe, wirklich hart zu arbeiten, dass ich dann auch wieder zurückkomme. Und diese Eigenschaft, diese Konsequenz, die glaube ich schon immer wieder an den Tag gelegt habe, die gibt mir auch in dieser schwierigeren Phase, wo ich mich jetzt derzeit befinde, glaube ich schon auch wieder den Halt und auch die Motivation, dass ich aus dieser schwierigen Situation auch wieder rauskomme. Und umso schöner ist es auch oder umso wichtiger ist es auch, dass man starke Partner an seiner Seite hat, die einen auch in schwierigen Phasen eben unterstützen und die einen auch immer wieder Mut zusprechen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr happy, dass ich Obergurl Hochkohle als meinen Kopfsponsor bezeichnen darf und hoffe natürlich, dass es auch so weitergeht. Der innere Schweinehund, das kennt ja jeder. Wie hat denn der Fritz Topfer im Griff? Und wie bezwingt er ihn eigentlich jeden Tag wieder? Ja, indem man jeden Tag irgendwie sich kleine Ziele setzt und jeden Tag probiert, an diesen Zielen auch sich zu verbessern. Weil natürlich hat es in den letzten dreiviertel Monaten, wo seit der Verletzung immer wieder Tiefschläge gegeben und wo es ein paar Tage einfach wieder schlechter gegangen ist. Aber solange man sich Ziele setzt, solange man da dran bleibt an den Zielen und solange man das große Ganze auch nicht außer Acht verliert, glaube ich, kann man den inneren Schweinehund immer wieder bezwingen und auch so klein halten wie möglich. Also jeden Tag nur ein bisschen weniger geben. Und genau, richtig. Irgendwann da leidet das immer. Richtig. Was ist für dich ein gutes Leben und was müsste man deiner Meinung nach besser machen, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Das ist eine große Frage. Was sollen deine Enkelkinder für eine Welt haben? Am besten Fall so eine Welt, die jetzt derzeit vorfindet oder die wir derzeit vorfinden. Also ich glaube schon, dass ungeachtet aller Krisen, die jetzt in der Welt passieren, wir in unserer Umgebung schon auch noch sehr zufrieden sein können mit dem Lebensstil, den wir eben an den Tag legen. Und ich hoffe, dass meine Kinder, meine Enkelkinder auch noch solche schönen Erlebnisse, solche schönen Erfahrungen in ihrem Leben machen können, als wie ich das selber gemacht habe. Und man braucht ja bloß außen rumschauen, wenn man da die Bergspitzen anschaut. Schneebedeckt, da geht mir extrem das Herz auf. Und wenn man sich immer noch die gewisse Neugier bewahrt und auch die Augen immer wieder aufmacht und die gewisse Schönheit auch der Natur sieht, dann denke ich, ist schon sehr, sehr viel erreicht. Und ich hoffe, dass das die späteren Generationen auch noch so genießen können, wie wir das machen. Fritz, du warst auch im Skigymnasium in Stams, so wie viele andere Leute, die wir kennen und auch selber unterwegs waren, war das auch für dich ein Fixpunkt in deinem Lebenslauf? Ja. Hast du am allerliebsten gelernt und was machst du so richtig gern? Was gibt's, was ich jeden Tag auch am liebsten tue? Ja, am liebsten, dass ich draußen in der Natur bin. Also, dass ich frische Luft einatme, dass ich mich betätigen kann. Das war
die ersten 7 Wochen leider nicht so möglich nach meiner Operation, weil ich doch sehr eingeschränkt war, eingeschränkten Bewegungsradius hatte wegen meinen Krücken. Aber ich habe eigentlich schon probiert, auch in der schwierigen Phase immer wieder mir auch Zeit für mich selber zu nehmen und einfach die Natur so wahrzunehmen, wie sie ist. Und das sind ja eben diese Erlebnisse oder diese Momente, die man dann auch in der Natur genießen kann, diese frische Luft einzuatmen. Allein das gibt mir schon extrem viel und das möchte ich keinen Tag missen. Und deswegen fühle ich mich auch in die Berge oder auch in der Natur so wohl. Fritz, wir sind jetzt so rum auf der Hohemuth. Vielen Dank fürs Mitfahren. Auf dem Weg hinunter würde ich dich kurz bitten, unser Gästebuch zu signieren. Ja. Und gerne. Vielleicht fällt da jemand ein, das kann ich schon gerne dazu schreiben, wer als nächstes da auf diesem Platz da sitzen sollte. Okay. Danke auf jeden Fall. Vielen Alles Dank. Gute. Danke, Manuel. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.